Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man an die Waffe keine Zeit für Erklärungen rankommt. Wichtig, es muss bei der täglichen Mission die Mission Paradox aktiv sein, denn in dieser Mission müsst ihr drei Geister finden, die euch dann die Questreihe gibt. Also ohne diese Geister geht nichts. Das heißt, wartet, bis die Mission Paradox als tägliche ready ist, dann macht die und dann müsst ihr an folgenden Stellen, da wo ich jetzt hinfliege, die drei Geister holen, um dann den Kultgeist zu holen, um dann beim Kriegskult der Zukunft dort die Questreihe zu bekommen für das exotische Impulsgewehr. Wie man sieht, ich habe hier einen kleinen Boost drin, damit das Ganze nicht so lange dauert. Und an den wichtigen Punkten lasse ich dann normal laufen, damit man sieht, wie lange man braucht, um dahin zu gelangen. Das heißt, ich lasse das jetzt kurz laufen mit ein bisschen schöner Musik. Und hier wäre dann Nummer 1. Also der Geist Numero Uno. Dann von diesem Punkt, wo ihr den ersten Geist gefunden habt, geht es weiter. Auch hier lasse ich das einfach wieder laufen, damit man sieht, wie man weiterkommt in der Mission. Natürlich auch wieder mit ein bisschen Musik. Jetzt sind wir da angekommen, wo wir normalerweise hinkämen, wenn wir den normalen Weg gehen würden. An dieser Stelle müssen wir alle Gegner töten. Wenn wir das dann gemacht haben, wird Ikora Ray nochmal was sagen. Und wenn alle tot sind, gehen wir nicht geradeaus, da wo ich vorhin hingefeuert habe, sondern wir laufen links. Das hier ist ein Geheimgang und dort werdet ihr den Geist Nummer 2 finden. Auch hier, ich lasse es wieder ganz normal laufen, damit man sieht, wo man durchlaufen muss und damit man das einfach schön sauber sieht. Und das wäre Geist Nummer 2. Dann von Geist Nummer 2 zu Geist Nummer 3. Auch hier wieder den ganzen Weg weiter. Und wenn man Geist Nummer 3 hat, muss man dann eine, die Mission abschließen. Und dann anstelle komplett abschließen, geht man einen kleinen Schleichweg und dort gelangt man dann zu diesem Kultgeist, nenne ich ihn jetzt. Gut, dann wären wir hier unten angekommen im Gorgonenlabyrinth.
So nennt man es, wenn man Atheon macht. Und dann müssen wir diesen Gegner da töten. Wenn wir den töten, könnten wir jetzt theoretisch die Mission abschließen. Ich zeige kurz, wo wir hingehen würden, wenn wir die Mission abschließen würden. Und zwar da nach hinten. Da wir aber noch einen weiteren Geist finden müssen, gehen wir da nach hinten und gehen eigentlich tiefer in den Raid hinein. Denn bei der täglichen Mission ist dann der Weg frei, um den dritten Geist zu finden, wenn man weitergeht. Also man kann das Ganze auch in der normalen Mission erkunden, man wird aber keine Geister finden und das ist dann nicht so gut, denn die braucht man, um die Missionen überhaupt starten zu können für das exotische Impulsgewehr. Für alle, die im Raid schon mal waren, tja, die können sich hier freuen, die wissen nämlich, wo es durchgeht. Für alle, die noch nie in diesem Raid waren, die dürfen sich auch freuen, denn sie müssen das jetzt lernen, weil in den Missionen, die dann kommen, werdet ihr die Gläserne Kammer, also diesen Raid, nochmal machen müssen oder zum ersten Mal machen müssen. So, normalerweise geht man nach rechts runter, dann würde man Richtung Atheon laufen, wenn man im Raid wäre hier. Wir gehen aber nach links, hier nochmal einen Schleichweg. Wie man sieht, man findet die ganze Zeit Schleichwege, wo dann die Geister versteckt sind. Wir gehen hier nach vorne und hier müssen wir jetzt runterspringen. Das braucht natürlich ein bisschen Übung. Man kann da auf diesen Platten noch zwischenhin springen, wenn man das möchte. Ich springe direkt, denn man kann das ja ganz sanft machen. Und man sieht da schon Geist Nummer 3. Ist nicht ganz einfach, da reinzukommen, aber wenn man drin ist, hat man den dritten Geist und dann holt man sich den letzten schönen Geist. Wir drehen uns um und jetzt passiert etwas Schönes, weil wir die drei Geister haben, kommen hier diese Platten und wir können dann von Platte zu Platte springen und in das Portal springen, das da hinten erscheint. Ich lasse das in schnellerer Geschwindigkeit, denn es ist langweilig hier zuzugucken in normaler Geschwindigkeit, wie ich drüber springe. Das sollte eigentlich jeder verstehen. Dann können wir hier rein durch das Portal und hier treffen wir nochmal auf besessene Feinde. Die müssen wir töten, bis dann so ein großer Bossgegner kommt. Ist wieder mal ein Minotaurus. Bossgegner, also fauliger Nachkomme, so heißen die in der Patrouille-Mission. Diesen guten feinen Herrn werden wir hier auch nochmal treffen. Den müssen wir dann auch wieder töten. Das wird man jetzt gleich hier sehen. So, zack, weg der Typ. Und an dieser Stelle hätten wir es dann eigentlich auch schon geschafft, um dann die Questreihe langsam zu bekommen. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Hier haben wir ein Tor. Ich habe hier kurz geschnitten, denn es dauert ewig, bis das Tor aufgeht. Man muss da wirklich 5, 6, 7 Sekunden warten. Dann sieht man da vorne schon die Truhe und in dieser Truhe ist dieser Kultgeist, den wir benötigen. Kultgeist und, wie es der Name schon sagt, Kultgeist, Kriegskult der Zukunft. Zu dieser Fraktion müssen wir unter Umständen, müsstet ihr da dann noch zu dieser Fraktion wechseln, wenn ihr dieser nicht angehört. Denn man kann die Questreihe nur starten, wenn man dieser Quest, also wenn man dieser Fraktion angehört, um dann die Quest zu starten. Wenn wir das abgegeben haben, müssen wir warten, bis Weekly Reset ist, also Dienstag. Und dann können wir nochmal zum Kriegskult der Zukunft und können die ganze Questreihe annehmen. Das erkläre ich Ihnen natürlich auch, sonst wäre es ja kein kompletter Guide. Gut. Das erste, was wir machen müssen, wir müssen spenden. Wie man spendet, das habe ich ja mal in einem Video erklärt. Man kann hier Lichtpartikel spenden und pro gespendete Lichtpartikel, also 5 Stück, eine Spende, macht man 10%. Das heißt, ihr müsst da 10 mal spenden, 10 mal 5 Lichtpartikel und dann seid ihr über den Berg und Mission 2 kann starten. Bei Mission 2 dürfen wir einen besessenen Minotaurus finden, und zwar einen mächtigen. Das ist ein gepanzerter, also ein Major. Normalerweise findet man die in der Vorhut-Playlist, also wenn man hier startet, wird man irgendwann mal einen Strike machen, wo die Besessenen da sind und dann auch ein Minotaurus. Es geht aber auch, dass man auf den Mars geht und der unsterbliche Geist auf der erhöhten Schwierigkeitsstufe spielt, also Stufe 40. Wenn man das schon freigeschaltet hat, ist auch an einer Questreihe gebunden. Und hier kommen 100%ig diese Minotauren
dann tötet man einfach einen von denen und wenn der gute Herr tot ist, kriegt man das Stück, was man von ihm braucht. Jetzt müssen wir noch ins Inventar gehen, das Ding auseinandernehmen, also zersplittern steht dort und dann haben wir das auch gemacht. Dann können wir wieder zurückreisen zu Kriegsgut der Zukunft, weil wir da ja jedes Mal wieder um Erlaubnis fragen müssen, ob wir die nächste Mission überhaupt machen dürfen oder nicht. Naja. Dann hätten wir diese Mission. Hier müssen wir in die gläserne Kammer, also den Raid. Das, was ich schon angesprochen habe. Wir müssen den kompletten Raid machen, bis zu Atheon uns durchkämpfen, Atheon dann töten und Atheon gibt uns dann sein schönes Auge. Weil er hat ja so ein schönes Auge. Das gibt er uns dann und das benötigen wir, um auch dieses Auge zu zerstören. Auge von Atheon. Nun, wie auch schon beim besessenen Minotaurus, müssen wir hier wieder ins Inventar das Ding auseinandernehmen und dann geht's weiter. Dann müssen wir wieder zurück zum Kriegskult, um Erlaubnis fragen, ob wir die andere Mission machen dürfen. Sie sagt natürlich ja, dann hätten wir Mission 7. Dort müssen wir zur Erde und da gibt es dann eine spezielle Mission für uns. Die ist normalerweise nicht freigeschaltet, die sieht man erst, wenn man das hier macht. Hier müssen wir hin und das können wir natürlich starten. Das geht ganz gut solo, da braucht man keine Teamkameraden. Hier müssen wir eine Truhe finden auf dieser Karte. Ich weiß nicht, ob sie immer an einem anderen Punkt ist, bei mir war sie auf alle Fälle da. Das heißt, checkt den Punkt mal aus, beziehungsweise checkt ihn ab, wenn er dort immer spawnt, weiß ich aber nicht, ansonsten ist er irgendwo anders. Dann geben wir das ganze Zeugs wieder ab, fragen wieder um Erlaubnis, dürfen wir weitergehen, sie sagt ja. Und dann müssen wir in den schwarzen Garten auf dem Mars. Hier kriegen wir auch wieder eine spezielle Mission, das heißt Stufe höher. Das da empfehle ich zu dritt, ich habe es alleine gemacht, es geht alleine, es dauert einfach sehr sehr lange. Das heißt, holt euch Unterstützung, das macht die ganze Sache ein wenig einfacher. Hier müsst ihr wieder einen großen Big Boss töten, wenn er tot ist, habt ihr das gemacht, könnt zurückkehren zu dem Kriegskult und der hat für euch dann dieses schöne exotische Impulsgewehr, keine Zeit für Erklärungen. Tja, das ist eigentlich schon die ganze Questreihe, geht also relativ fix, beziehungsweise es sieht fix aus, aber wenn man weiß wie es geht, geht es doch wesentlich schneller. Gut. Wir können die Waffe infundieren, sie macht Genetikschaden, hat 3 Standardveränderungen, sie ist vollautomatisch, das ist sehr, sehr schön, das heißt, wir müssen da nicht jedes Mal klicken, wenn wir eine Salve raushauen wollen, dann können wir Schnellnachladung skillen oder erhöhte Reichweite oder erhöhte Stabilität, ich tendiere da wahrscheinlich zur Stabilität, wenn ich sie dann hochgelevelt habe, und hier hätten wir präzise Treffer, wandern sofort zurück ins Magazin, das heißt, wir können immer auf den Kopf ballern und wenn wir kritische Treffer machen, dann könnte das unter Umständen extrem gut sein. So, das war's vom Guide. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn er gut war, lasst doch noch ein Like da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in einem weiteren Destiny-Video. Hier im Outro auf der linken Seite oder im Outro auf der rechten Seite hätten wir noch einen Let's Play-Kanal für Fallout-begeisterte Leute oder Black Ops 3-begeisterte Leute. Da habe ich mal oder bin dran an einer ganzen Session, Let's Play-Session. Also schaut vorbei, wenn es euch interessiert. Bis zum nächsten Video.